Willkommen zurück zu meiner Folge Minecraft, diese Folge 669. Wir sind gerade dabei, die Farm am Bauen. Wir brauchen ein bisschen Glas. Super, super, super. Wir brauchen, wie viel Glas nehmen wir denn mit? Wir nehmen mit, so viel wir tragen können. Wie viel haben wir denn eigentlich aktuell? Zwei Kisten voll. Ja, so. Jetzt nicht mehr, aber wir nehmen. Ja, wir brauchen im Prinzip, wie viel brauchen wir denn? 5, 6, 10 Stacks? Wie viel haben wir jetzt mitgenommen? Bisschen mehr. Sollte erstmal reichen. Holen wir uns, wenn, dann später zurück. Dann geht's einmal wieder zurück. Genau, schön ist, wir können gut laufen. Und hier kann der auf jeden Fall die Sachen einsortieren. So, die tun wir auch nochmal rein. Genau, das kann auch. Die zwei Stacks behalten wir mal. Hier müsste noch Stein drin sein. Ja gut, wir haben jetzt eh keine. Wegen 128 hier noch mal 5 mal hinher zu laufen. Zuerst. Deshalb laufen wir jetzt drüber und bringen uns mal ein bisschen Glas hier hin. So. Wir haben das machen oder machen das wie folgt. Wir setzen das Glas einmal hier hin. Genau, also grundsätzlich setzen wir das Glas einmal hier so runter. Dann setzen wir das Glas ich denke mal auf diese Ebene und auf diese Ebene. Ich würde es tatsächlich hier mit der Lampe auf diese Ebene setzen. Weil so brauchen wir nicht so viel Obsidian. So können wir das nämlich so mal. Ah, genau, der muss weg. Und dann können wir das so machen, weil hier können wir nämlich einfach mit Glas zumachen. Und den auch mit Glas besetzen. Wobei wir erstmal, können wir hier in der Innenseite eine Fackel setzen? Jawohl, das geht. Man kann innenseitig Glas setzen. Das heißt, hier wird sehr viel Glas hinkommen. Nur ab hier nicht mehr. Perfekt, genau so. Super, super, super. Jetzt müssen... Ne, warte mal. Ja, doch. Ne, warte mal. Das ist eigentlich doof, was wir da machen. Wir müssen das nochmal abbauen. Zig-Touch, das ist Zig-Touch. Also, wir müssen Fackel... Ne, nicht da, weil die ploppt gleich eh ab, sondern da. Wir machen das tatsächlich auf dem Rand hier auf dieser Seite. So. So, genau. Und dann können wir die auch gleich mal fahren lassen und sammeln wir auch gleich automatisch das Glas auf der Unterseite einmal ein. Perfekt, dann ist das nämlich gleich alles bei uns im Inventar. Und zwar machen wir das auch einmal komplett bis oben hin. Aber erstmal machen wir hier zwei Etagen rein, dass keine Monster spawnen können. Beziehungsweise nicht, dass keine Monster spawnen können, sondern dass so die Items einmal dahin gehen. Genau, so wir gehen jetzt erst einmal zurück, werden einmal das ganze Glas hier hinsetzen und werden Glas hier hinsetzen und werden dann anschließend einmal hier noch nicht den anmachen, weil dann wird nämlich kein Update getätigt und dann können wir nämlich da bleiben, den einmal zurücksetzen und dann einmal hier zurücklaufen. Dann können wir den nehmen und können hier den hier wunderbar einmal bis hier hinsetzen. Wunderbar. So, dann lassen wir den über den Lever, den wir jetzt im Inventar haben. Den können wir erstmal da hinsetzen. Wobei wir auch die Fackel eigentlich anlassen können. So, wir wollten auf dem Rückweg Obsidian mitnehmen. Und zwar das ganze Stück, was wir da haben. Wir lassen... Ach, die sind schon wieder angekommen. Ja, dann fahrt ihr auf jeden Fall nochmal.
Dann fahrt ihr nochmal, um einmal alles einzusammeln. Super, super, super. Hier wird ein Obsidianring entstehen. Super, wunderbar. Ne, das nicht so. Jetzt einmal weiter, genau. Bis hierhin. Und hier wird dann zugemacht, auch bis nach der Lampe, weil ich muss ja den da bauen. Ich könnte das aber auch hier hinsetzen. Ne, da ist ein Slimeblock, das geht nicht. Also wenn, dann könnte ich den da hinsetzen. Das würde aber, glaube ich, kein, also ich will ja die Verzögerung auch haben. Deshalb werden wir den, ja, den müssen wir nachher, das müssen, da müssen wir uns aber was überlegen, weil wir müssen ja hier noch Wasserstrom hinmachen. Gute Idee. Also Wasserstrom wollte ich dahin machen, damit wir da auf jeden Fall keine Items rumliegen haben. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall auch so zubauen. Und hier das hier später komplett nachholen. So, zwei hoch erstmal alles, dass das schon mal läuft. Und dann können wir uns auch gleich was überlegen. Das heißt, wir machen das hier. Genau, hier machen wir das. Weil das wird hier nämlich ganz reichen. Und dann können wir das einmal zumachen. Und dann einmal hier den Weg zurück mit, genau. Damit, während der da. Ach nee, jetzt bin ich hier. So. Oh. Ich will doch gar nicht davon mitgenommen werden. Dankeschön. Super, 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 super. Dann können wir nämlich gleich auch die Minecarts. Guck mal, es reicht sogar. Die Obsidian reichen sogar. Wie cool ist denn das? Super, die werden jetzt. Die werden sogar einsortiert. Lustig. Die werden sogar einsortiert. Das finde ich gut. Wir haben sogar 51 noch im Inventory übrig. So, so viel können wir jetzt halt nicht mitnehmen, weil wir noch ein bisschen Glas dabei haben. Glas raus, Bambus rein. So, die Fackel dahin, super. Und dann schmeißen wir nochmal hier rüber was rein. Dass der hier, genau, der wird jetzt wieder voll gehen. Und dann nehmen wir mit die Kiste. So, die werden jetzt nämlich auch wieder hier. Ja, genau. Einmal. Ah ne, warte, stopp, 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 stopp. Wir können doch gerade, wenn wir schon unterwegs sind, hier das Glas wieder mitnehmen. Und nochmal ein Stack Glas oder so setzen. Ja, das können wir machen. Super, setzen wir mal ein Stack Glas, weil wenn wir schon rückwärts hier lang laufen. Beziehungsweise wenn wir grundsätzlich schon den Weg gehen, dann können wir auch schon mal ein paar Blöcke setzen. Ich glaube, ich habe hier hinten. Ne, das ist hier hinten noch alles. Wunderbar. So, wir überlegen uns einmal. Ach, jetzt habe ich den nicht angehabt. Und zwar könnten wir tatsächlich. Ne, wir setzen keinen Obsidian. Den nehmen. Der guckt da oben rein, genau. Der bepowert den da. Nee, das ist doof, weil der müsste. Der müsste, warte mal, der müsste einfach den da. Powern, dass wir einfach hier, ah ne, hier wollten wir ja Wasser hinmachen, stimmt. Das bedeutet, wir bepowern hier gar nichts, sondern wir bepowern den einfach mit
So, also hier könnte ein. Der Repeater kann da gar nicht hin. Hier kann auch kein Repeater hin. Das heißt, wir müssen das mit Observern machen. Weil Observer sind ganze Blöcke, die werden nicht weggespült. Geben dennoch das Signal weiter. Also, wir müssten das so machen, dass der liest von dem, der liest von dem, der liest von dem hier oben und der liest von dem. So, jetzt setze ich hier mal einen Block hin und dann dürfte der genau einmal hinsetzen. So, wir wollen aber hier noch diesen. Das hier machen, genau, das muss weg. Ah ne, stopp. Ja, das auch. Das auch. Hier kann ruhig wieder ein Stein rein, das ist egal. Und dann hier die auch noch raus, weil hier kommt jetzt was ein, genau, und hier. Der muss auch weichen, super. Und dann können wir hier das Glas schon mal. Also das Glas, das, die Bricks. Genau, hier können wir echt alles voll mit Bricks machen. Oder? Wie geht das hier? Ne, hier müssen wir Stein oder Bricks lassen. Das heißt, wir müssten noch eine Reihe weniger machen, weil wir nicht eine Reihe. Warte mal, nicht eine Reihe weniger wollen. Wir wollen aber auch keine Reihe mehr. Stehen wir vor einem anderen Problem, wird der hier bepowert, wenn ich den hier hinsetze? Ne, das heißt, der wird nicht bepowert. Ah, ekelhaft. Die Frage ist, wenn ich die jetzt. Pass auf, das probieren wir einfach mal aus. Wir schmeißen jetzt mal hier. Wir können sie laufen lassen, hin und zurück, das ist egal. Das heißt, hin und zurück ist egal, das heißt, wir nehmen und setzen hier schon mal eine Gasreihe zurück. Das ist jetzt doof, jetzt werden wir nämlich. Achso, ich dachte schon gerade, wo kommt denn der jetzt her? Was wird denn hier jetzt kaputt gemacht? Aber es ist ja nur ein. Es ist ja nur ein. Einer von. Ah, das ist doof. So, und dann können wir jetzt auch hier wieder. Zurücksetzen, genau. Einmal. Da. Dann erreichen wir den nämlich vorher. Ob wir den jetzt abernten lassen, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber. Ach, wir wollten hier gucken, ob. Ah, ne, warte jetzt. Ach, egal. Ja, wir haben den gar nicht ausgemacht. Egal, der soll jetzt genau, soll jetzt abernten. Wir brauchten nämlich hiervon was und werden jetzt mit den nicht vorhandenen Wassereimern die 32 mal dahinsetzen und werden nochmal zurück. Und verfrachten. Wir machen hier das so. Wir machen das hier genau zwei hoch, dass wir hier noch durchlaufen können. Auf Glas dürfte theoretisch nichts spawnen. So, hier machen wir das auch erstmal so wie so eine Treppe, genau. Und dann setzen wir hier schon mal Minecraft-Sensor. So, das heißt, im Prinzip müssten wir ja gleich, wenn ich auf dem Rückweg bin, die da. Ach, stopp. Eingesabbelt sein. Wenn dem so ist, ist das okay. Wenn dem nicht so ist, dann muss man sich was überlegen. So, das heißt, wir fahren die Minecarts. So, du kannst dich da hinsetzen.
So, und dann gehen wir hier zurück. Und setzen die restlichen, genau, Minecarts fahren wieder zurück. Jetzt hätten wir gerade noch einen Wassereimer mitnehmen können, der hat jetzt auch noch gut getan. Aber nee, das geht ja nicht. So, sind die Items noch da? Die Items sind leider noch da. Wie sammeln wir die dann auf? Wir machen das einen anderen Test. Testen das anders. Wir testen das so. Wir gehen nochmal zurück und holen nochmal zwei Wassereimer. So, jetzt haben wir noch einen Block genau hier. Und setzen den einmal hier drauf. Wunderbar, wunderbar. Aber ob das Ganze funktionieren wird, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn es dir gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da oder ein Abo und bis dann. Ciao, Leute.